Hallo Linux-Freunde, hier ist Joe. Tja, heute befasse ich mich ein bisschen mit dem E-Mail-Client Evolution. Warum bin ich auf den überhaupt gestoßen? Ja, ich habe mir Ubuntu Mate 20.04 ein bisschen angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass die Thunderbird rausgeschmissen haben als Standard-E-Mail-Anwendung und Evolution reingenommen haben. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Thunderbird benutzen. Und jetzt hat es mich interessiert, was ist an Evolution dran? Das Ubuntu Mate beschließt, dass Thunderbird hauen wir raus und wir nehmen Evolution rein. Also bleibt dran, wir schauen uns das jetzt ein bisschen an. Bevor wir das tun, wie immer, der kleine Hinweis auf die Bücher, die ich geschrieben habe, von Ubuntu 18.04 bis zu Linux Mint 20 und Ubuntu 20.04 und natürlich auch das Linux Terminal, Debian und so weiter. Also wer da reinschauen möchte, wer sich als Einsteiger bezeichnet und vielleicht einfach nur mal schnell reinlesen möchte, um was es da geht, das sind die Bücher. Ja, und jetzt sind wir wieder hier in Evolution. Ich habe es schon mal gestartet. Ein paar Informationen. Das wird also entwickelt vom Evolution Team unter der GPL, also freie Software, und ist hier in Ubuntu Mate zumindest in der Version 3.36.4. Und das ist anscheinend speziell für Ubuntu hier paketiert. Evolution ist nicht nur ein E-Mail-Client, das, was man hier sieht, das ist jetzt noch nicht eingerichtet, das machen wir nachher gleich mal, sondern verfügt auch über einen Kalender, über eine Notizfunktion, über eine Aufgabenfunktion, das sieht man dann hier rechts mit To-Do, und man kann natürlich auch Kontakte hier eingeben, das werden wir der Reihe nach alles mal machen. Das ganze Ding ist hier jetzt leer. Logischerweise ist da kein E-Mail-Account drin. Das legen wir jetzt mal an. Also bei Neu, wenn schon mal ein E-Mail-Account da ist, also ein Konto, dann wird man hier jetzt eine Nachricht schreiben können. Wir haben aber noch nichts und deswegen legen wir jetzt hier mal ein Konto an. Da gibt es hier einen Konfigurationsassistenten. Und da werden wir jetzt einfach durch die einzelnen Schritte geführt. Ich habe das mal Max Mustermann genannt. Das mache ich bei den Büchern jetzt auch immer, dass ich den, den ich da als Nutzer anmelde, Max Mustermann nenne. Das habe ich früher nicht gemacht. Da habe ich den einfach Nutzer genannt. Und ich habe da auch extra für solche Zwecke eine E-Mail-Adresse angelegt. Max Mustermann war aber schon weg und jetzt musste ich da ein bisschen improvisieren. onlinehome.de heißt die Adresse. So, jetzt können wir eigentlich weitermachen. Alles, was hier noch auszufüllen wäre, kann man später auch machen. Und hier Nachschlagen der Kontodaten. Ich habe da bei den Versuchen ewig gewartet. Da habe ich gehofft, dass das so ist wie bei Thunderbird, dass er da irgendwas findet. Macht er aber lange nicht. Ich habe dann die Geduld verloren. Und deswegen habe ich Nachschlagen überspringen gemacht. Ihr könnt ja mal ausprobieren, wie lange das dauert. Ich hatte da keine Geduld. So, und jetzt, ich nehme immer POP3, damit es auch hier auf meinem Rechner gespeichert wird. Voreingestellt ist IMAP, ja, also dass es auf dem Server ist. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich richte jetzt mal ein POP-Ding ein. Der Server ist bei mir hier in dem Fall 1 und 1. Da müsst ihr natürlich dann schauen, wie die Adresse des Servers von eurem Anbieter lautet. Und der Benutzername ist identisch mit der E-Mail-Adresse. .de. Okay, die Verschlüsselungsmethode. Legitimation wähle ich Passwort. Und da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Aber jetzt gehen wir mal auf Weiter. Da kann man jetzt schon Voreinstellungen treffen, automatisch nach neuen Mails sehen, alle 60 Minuten. Das wäre mir jetzt zu viel. Ich möchte das lieber zügig haben. Ich verändere da jetzt aber nichts, weil
man auch das natürlich später machen kann. So, und hier haben wir jetzt den Empfangsserver. Das ist in dem Fall SMTP 1&1.de. Und der Server erfordert Legitimation, und zwar ist das in dem Fall das Passwort, also das Passwort für das E-Mail-Konto. Und hier brauchen wir wieder den Benutzernamen. Dann kann man hier nochmal schauen, ob alles geklappt hat, ob das alles passt. Und wenn ja, mit obigen Namen wird dieses Konto bezeichnet. Also da kann man jetzt noch einen Namen eingeben. Da verzichte ich jetzt auch drauf. Anwenden. Und jetzt sagt er mir, es existieren keine Nachrichten auf diesem Ordner. Jetzt werde ich mal checken, ob das funktioniert. So, dann schauen wir mal. Ich habe nämlich jetzt hier mir selbst eine E-Mail geschrieben. Die rufen wir jetzt mal ab. Und jetzt brauche ich das Passwort. So, dann tippen wir das mal ein, dieses Passwort. Das wird jetzt natürlich nicht angezeigt. Das ist hier auch richtig so. Ich hoffe, ich vertippe mich jetzt nicht, denn das ist tatsächlich ein kompliziertes Passwort. Man hat auch die Möglichkeit, dieses Passwort, damit man das nicht immer eingeben muss, zum Schlüsselbund hier dazuzufügen. Das mache ich jetzt mal nicht. Und ihr seht, da ist also jetzt hier von 14.37 Uhr schon ein Ding da. Das war mein erster Test, bevor ich das Video gedreht habe. Und jetzt, das ist das aktuelle von 16.35 Uhr. Also die beiden Mails sind gekommen. Und da ist aber jetzt kein Inhalt drin, weil ich nichts geschrieben habe. Hat also geklappt und raus geht das dann ganz genauso. Ich könnte mir jetzt selber antworten. Antwort an Absender. Ich kann es weiterleiten, ich kann die Nachricht bearbeiten und ich kann noch sehr viele andere Dinge machen. Ich könnte es zum Beispiel als unerwünscht markieren, das ist die Spam-Funktion, die da drin ist. Oder wenn er das Ganze als Spam markiert, dann könnte ich als nicht unerwünscht markieren. Und ich kann dem Ganzen auch eine Farbe zuweisen, damit ich also das Ganze nach Farben sortieren kann, zum Beispiel. Vieles ist da jetzt möglich. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Sachen an, die da noch drin sind. Wir können dann gerne noch zu den Eigenschaften und so weiter gehen, was man da alles machen kann. Hier ist zum Beispiel die Kalenderfunktion. Also, und da kann man dementsprechend reinschreiben, was man alles vorhat. Das finde ich wirklich ganz schön. Man kann hier bestimmte Aufgaben definieren und die einem bestimmten Datum zuordnen. Des Weiteren kann man sich hier ganz einfach ganz normale Notizen machen, die jetzt mehr oder weniger ungeordnet sind und die aber dann hier in diesem persönlichen Ordner drin sind. Und hier wären also jetzt die Aufgaben, die man hier auch hinzufügen kann, wenn etwas erledigt ist. Dann kann man das anklicken, dann wird es durchgestrichen und solange es hier nicht angeklickt ist, heißt es hier erfordert Aktion. Wenn man eine neue Aufgabe möchte, dann schreibt man ganz einfach, was weiß ich, Video machen. So, das war's und schon hat man es. Ich bin noch nicht fertig, deswegen kann ich das noch nicht durchstreichen. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe zum Kalender, dann sehe ich hier, das Video machen ist durchgestrichen, das Einkaufen noch nicht. Und jetzt habe ich alles erledigt. Also das heißt, diese Aufgaben, die werden hier aufgeführt. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe ins E-Mail, dann schauen wir mal, da ist jetzt noch nichts drin. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel einen neuen Termin machen oder eine neue Besprechung, eine neue Aufgabe. Und da kann man hier alles Mögliche reinschreiben. Oder das ist jetzt ein bisschen zu brutal. Machen wir mal einen neuen Termin. Das ist hier die Beschreibung. Das ist der Ort, wo dieser Termin sein soll. Dann ist hier die Uhrzeit, ob es ein ganztägiger Termin ist und so weiter. Ich sage mal zu Hause. Denn wir haben ja einen Lockdown, wie ihr wisst.
Also wenn das Video in einem Jahr jemand anschaut, dann seid ihr Zeitzeugen dieser Krise. So, und das Ganze lassen wir mal dauern von 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Und bevor ich schließe, werde ich jetzt gefragt, ob ich Änderungen speichern möchte. Ich möchte die Änderungen speichern. Ja, ich möchte jetzt da keine Zusammenfassung machen. Das könnt ihr selber machen. So, jetzt machen wir mal einen Kalender auf und ihr seht, hier bei 17 Uhr bis, jetzt weiß ich die Uhrzeit nicht mehr, 17 Uhr bis 18.30 Uhr, glaube ich, hatte ich gesagt, zu Hause. Und da würde jetzt hier, wenn ich da was eingegeben hätte, nochmal genauer stehen, was da also gemacht werden soll. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und hier ist jetzt dann auch in der To-Do-Liste etwas drin, nämlich genau das, was ich eingegeben habe. Das heißt, ich mache hier meinen E-Mail-Account auf und habe dann meine Termine, die ich möglicherweise heute oder auch morgen oder auch in ein paar Tagen erst habe, hier drin auf einen Blick. Tja, und hier kann man natürlich in den Einstellungen noch jede Menge machen. Die E-Mail-Konten hier maxmuster@online.de. Ja, das Problem, das ich jetzt auch gefunden habe, ist folgendes: Man kann hier zwar mehrere Konten anlegen, aber die werden dann trotzdem hier vermischt. Also es ist nicht so wie bei Thunderbird, das ich ja benutze. Da kommt für jedes Konto logischerweise eine eigene Rubrik mit Eingang, Ausgang, Entwürfe, Papierkorb, Spam und so weiter für jede einzelne Adresse. Das ist hier nicht so. Ich habe vorhin mal zwei Konten angelegt und das wird hier alles auf diesem Rechner vermischt. Das heißt, wenn jetzt der Max Muster eine E-Mail bekommt und auch der zweite E-Mail-Account, dann landet es alles hier in diesem Eingang. Und man kann sich da nur so behelfen, dass man hier zusätzliche Ordner generiert und das dann sozusagen intern umleitet. Das finde ich persönlich nicht praktikabel. Für Leute, die nur einen E-Mail-Account haben, spielt es logischerweise überhaupt keine Rolle. Ich habe aber mehrere und insofern ja, ist es nicht passend für mich, denn ich brauche einen Privataccount und ich brauche hier einen Linux-Umsteiger-Account. Ich brauche für die Website was. Ne? Also das will ich ja nicht vermischen. Also weil man ja bei bestimmten Adressen auch mit Spam und solchen Dingen rechnen muss, da will ich natürlich eine andere Privatadresse. Ja, hier kann man etwas zu den Kontakten einstellen, dann zu den E-Mail-Einstellungen beispielsweise, ob man animierte Bilder anzeigen lassen möchte oder nicht und überhaupt zu HTML, ob die angezeigt werden sollen oder nicht, also Inhalte, die in HTML sind, die Beschriftungen, hier die Kopfzeilen, die man auch machen kann und dann eingehende E-Mail auf Unerwünschtheit prüfen, das ist sozusagen der Spam-Filter und den unerwünschten Ordner beim Beenden leeren. Also jedes Mal, wenn Evolution dann beendet wird, würde dann auch der Spam-Ordner geleert werden. Man kann das aber auch anders einstellen. Einmal pro Tag, einmal pro Woche oder einmal pro Monat oder sogar sofort beim Verlassen des Ordners. Also da muss man halt sehen, möglicherweise ist es gar nicht schlecht, wenn es nicht beim Beenden gleich gelöscht wird, weil manchmal landet ja etwas im Spam-Ordner, was da gar nicht hingehört. Und dann könnte man sich den Spam-Ordner, der hier unerwünscht heißt, nochmal anschauen. Ja. Und hier die Editor-Einstellungen, also das ist wirklich unfassbar viel. Und hier die Rechtschreibprüfung, die auch integriert ist, die kann man hier auf Deutsch dann einstellen. Momentan ist da gar nichts voreingestellt, das muss man noch machen. Signaturen kann man einstellen, die Netzwerkeinstellungen kann man verändern. Die Voreinstellung ist hier der Network Manager, weil der bei Ubuntu Mate dabei ist.
dann hier zum Kalender alle möglichen Dinge, die man hier einstellen kann. Ich finde die Voreinstellung so eigentlich für die meisten Sachen ganz okay, also dass die Zeitzone natürlich schon stimmt, weil die ja vom Betriebssystem vorgegeben ist und dass die Woche am Montag beginnt, das kann man aber auch anders machen. Wann beginnt der Tag um 9 und endet um 17 Uhr, das kann man natürlich auch ändern. Der beginnt vielleicht auch früher. Die Aufgabenerinnerungen und wie kann man die Aufgaben hervorheben, da kann man selber sich die Farbe dann aussuchen. Und überfällige Aufgaben, also wenn Evolution merkt, da hat man eine Aufgabe, die wurde jetzt lange nicht gelöst, dann wird es rot. Also hier ist es zum Beispiel blau, weil es heute fällig ist. Morgen, wenn ich das nicht gemacht habe, dann, ja, dann wäre es rot. Und die erledigten Aufgaben, die kann man natürlich auch verbergen lassen, weil möglicherweise will man das gar nicht mehr sehen. Wenn man es doch wieder sehen möchte, dann kann man das wieder reaktivieren. Ja. Das sind Zertifikate und hier kann man noch Blogs, News, Feeds und so weiter auch noch einbinden. Das geht logischerweise auch. Ihr seht, da kann man ganz viel machen. Und auch bei Neu ist es ja so, hier ist die erste Sache, dass man eine Nachricht verfasst und wenn man hier auf den Pfeil drückt, dann kann man viele andere neue Sachen machen. Also alles, was neu ist, zum Beispiel auch ein Termin, eine Notiz, einen Kontakt eintragen, einen Ganztagestermin, eine Besprechung, ein Sammelkonto und so weiter. Das kann man hier alles machen. Und hier noch zu Nachricht, also was man da alles machen kann, also markieren, Filter kann man anwenden, in Ordner kopieren, weiterleiten, Absender zum Adressbuch hinzufügen, wenn man also eine Mail bekommen hat und man ist der Meinung, das soll jetzt ins Adressbuch rein, kann man das machen. Ja, was ist meine Beurteilung? Ich weiß jetzt natürlich nicht, weil ich es nicht im Dauerbetrieb habe, wie zuverlässig das Ganze ist, das konnte ich ja nicht testen. Ich finde es so von den ganzen Sachen, die man damit machen kann, gut. Einzig und alleine, dass das mit den Mehrfach-Accounts nicht so klappt, wie das bei Thunderbird ist, das finde ich für meine Verhältnisse nicht gut. Was ich vergessen habe, muss mal gucken, wo das ist. Ja, hier. Importieren. Man kann selbstverständlich auch Daten aus anderen Konten importieren, auch aus Thunderbird, auch aus Outlook beispielsweise. Und da hat man hier einen Importassistenten, der führt einen durch den ganzen Vorgang. Da wird man nach dem Importeurtyp gefragt. Und die importierenden Informationen auswählen, wenn man also eine ganze Datei hat. Bei Thunderbird braucht man möglicherweise ein Plugin, das Exportieren ermöglicht. Das kommt immer ein bisschen drauf an, welche Distribution man benutzt, ob das schon integriert ist oder nicht. Genauso ist es so, bei unerwünscht, also beim Spam-Filter gibt es wohl auch Distributionen. Da ist dieses Spam-Assassin nicht integriert, also die intelligente Spam-Funktion. Die muss man danach installieren. Hier ist es offensichtlich schon dabei. Ja, also ich hoffe, es war interessant für euch. Ich wollte nicht immer jetzt gleich wieder Distributionen vorstellen, sondern einfach mal auch zeigen, was es eigentlich auch an Anwendungen gibt. Denn nicht zuletzt sind wir auch alle Anwender. Also ich hoffe, hat euch gefallen. Evolution, E-Mail-Client, Kalender, Notizbuch, Planer sozusagen,
alles in einem, integriert in diesem Fall in Ubuntu Mate. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.